Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3. Und wow, es geht direkt mit einer Cutscene los. Ich wollte eigentlich nur was erzählen und nebenbei den Schreibtisch untersuchen, aber die Schublade ist einen kleinen Spalt weit offen. Sie muss eingerostet sein oder so. Ich bekomme sie nicht weiter auf. Eingerostet, na, ob man die ölen kann? Vielleicht kann. Nee, gut. Ich hatte gehofft, dass man sie. Gut, wir haben definitiv keine Gegenstände, mit denen wir das Ding aufhebeln könnten. Naja, wir haben halt ein Rohr in der Hand, das könnten wir damit eigentlich probieren, aber naja, vielleicht finden wir irgendwas anderes. Der Tisch ist chaotisch, nichts drauf, an dem ich interessiert wäre. Ist hier noch irgendwas? Viele Papiere, aber nicht alle wichtig für mich. So. Quatsch. Okay, also auch hier nichts Interessantes. Naja, wir haben in diesem Raum ja schon ein paar interessante Sachen durchaus gefunden. Wie zum Beispiel die Karte, die wir in der letzten Folge mitgenommen haben. So, was wollte ich noch machen? Ach ja, genau. Hier war dieses Studio. Da hinten sind, glaube ich, diese beiden Köter, die wir platt gemacht haben. Und dann wollte ich mich aber trotzdem nochmal hier umschauen. Ich schaue auch mal kurz auf die Karte, um einen Überblick über... Wieso sind wir denn im dritten Floor? Ich dachte, wir wären im vierten. Naja, wie auch immer. So, da ist der Speicherpunkt. Genau, den haben wir da gefunden. Monikas Dance Studio ist ein großer Raum. Das wissen wir dann schon mal. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Sehen wir schon mal, welche Türen wir alle angeschaut haben. So, dann sind vor uns noch, ist im Prinzip noch eine Tür und zwei Elevators, die wir uns anschauen können. Die sind vermutlich eh kaputt. Was? Das haben wir nicht geöffnet? Ist zu eng, um nützlich zu sein. Okay. Ich drücke auf die Taste, aber der Aufzug kommt nicht. Ob er kaputt ist? Möglich. Hallo, Sprachzentrum. Bitte schalte dich gerade mal ein. Ein Werbeplakat für die... Für ein Tanzstudio. Wen juckt das jetzt schon? Genau, wen juckt das schon? Mann! Ein Spind. Exit? Vielleicht wollte ich mich dann doch nochmal umsch... Hä? Sind wir hier durch? Nee. Ach so, Moment. Wir sind jetzt sozusagen im Nachbargebäude, ne? Oder? Können jetzt hier runtergehen. Wenn wir wollten. Okay, hier ist das Exit. Na gut, wissen wir Bescheid, wenn wir irgendwie in einen anderen Stock wollen. Aber bleiben wir doch erstmal hier. Schauen wir uns doch hier mal genauer um. So, das heißt, wir haben das hier alles gesehen. Dann könnten wir uns ja mal aufmachen in Richtung Monikas Dance Studio. In diesem Floor. So. Hilltop Center, fourth floor. Ja gut, dann... Gehe ich mal rechts den Gang runter. Da sind noch ein paar Türen. Die vermutlich beide verschlossen sind. Nee, die nicht. Eine Notiz hängt an der Spindtür. Mr. Harris hat mir einen Gebäudegrundriss gegeben. Hol ihn dir im Büro ab. Super, ein Hinweis für die Karte. Haben wir ja schon. Nichts Interessantes. Sehr gut, zwei Ampullen. So, was für ein Foto? Vielleicht die große Liebe des Spindinhabers. Vielleicht ist es aber auch nur ein Pin-Up-Girl. Man weiß es nicht. Hier sind einige Magazine, aber alle unwichtig. Eines habe ich schon gelesen und das andere interessiert mich nicht. Ist hier an diesen Spinden noch irgendwas dran? Nichts Interessantes, nichts Interessantes. Ich finde, es sollte eine kleine Belohnung geben für die Spieler, die sich die Mühe machen, etwas anzuschauen, was sie gar nicht von der Kameraperspektive aus sehen können. So ein Kleiderbügel brauchen wir nicht. Ist auch geil, ne? Die sagt zu den geilsten Dingen, so Werkzeugkästen und so, oh, langweilig brauchen wir nicht, völlig uninteressant. Und dann im Einkaufszentrum nimmt sie ein Kleiderbügelbrett. Kleiderbügel, ne? Aus Draht. Naja. Warum auch nicht? So, da hinten habe ich doch was gesehen. So ein
fiesen Fettsack. Feuer sollte ich aber sowas noch einschmeißen. Da ist jetzt die große Frage, wie gehen wir vor? Ich würde sagen, die kleinen Viecher mache ich diesmal nicht mit dem Schlägel kaputt, sondern mit damit. So, ich glaube, das war's. Gnadentritt nochmal. So, da hinten liegt auch noch so ein Hund. Oh, nachladen. Shit. Ich habe vergessen nachzuladen. Das war ein Anfängerfehler. So, den machen wir von hinten fertig. Und da hinten liegt noch so ein Fettsack. Den könnten wir eigentlich mal, wenn wir ein bisschen Munition sparen wollen, hiermit überraschen. Also der macht ja auch schon mal eine Menge Schaden. Warum eigentlich nicht? Ja, treffe ich nicht, muss näher rangehen. So, das muss reichen. So, dann schnell die Waffe wechseln. Ausrüsten. Wir haben ja ein bisschen Schrotflintmuni bekommen. Und erstmal daneben zielen. Oh, shit. Hat uns getroffen. So, schnell Waffe wechseln. Und, so, dann nochmal hier ein bisschen draufknüppeln. Eins. Und noch einen. Kriegst noch einen mit. Und noch einen. Einer geht noch. Jawohl. Hahaha. Weg hier. Waffe wechseln. So, lief ganz gut. Können wir mal kurz neu laden, um sicher zu gehen. Und ich glaube, wir haben getroffen. Er liegt auf dem Boden. Er atmet aber noch. So, und kriegst noch einen mit. War es das mit dir? Ich glaube, Gnadentritt kann ich auch nicht mehr verpassen. So, ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Yo. Yo. Yo, yo, yo. So, hier können wir ein bisschen tanzen, ein bisschen Ballett machen. Wozu bin ich jetzt hier reingegangen? Sag mir mal bitte, dass es hier irgendwas ganz Tolles gibt, weil sonst muss ich ein bisschen kotzen gleich. Ist eine Steckdose. Sag mal, dass es hier irgendetwas gibt. Auf dem Stuhl ist irgendwas, eine Notiz, irgendwas, irgendwas Besonderes. Das Kissen vom Stuhl, irgendwas. Sag mir, dass ich jetzt nicht hier umsonst Munition verschwendet habe. Bitte. Hier steht was super Wichtiges. Ne? Ein Werbeplakat für einen Tanzstuhl. Wen juckt das jetzt schon? Ja, mich nicht, aber wir haben echt. Warum kann man eigentlich nirgendwo in einem Haus mal Licht anmachen? Das ist doch das Erste, was ich mache, wenn ich in irgendeinen Raum reinkomme, der dunkel ist. Ich mache Licht an. Na gut, da ist Licht. Oh Mann, wir haben nur Munition verschwendet hier in dem Tanzstudio. Wenn ich nochmal reingehe, ist hier wieder eine Party. Wetten? Ne, ist ruhig. Na gut, na gut. Wir haben nichts Neues. Ja, dann sollten wir uns vielleicht mal ein anderes Stockwerk anschauen. Also hier ging es nicht rein, ne? Die Tür ist verschlossen. So, nochmal auf. Nee, wollte auf die Karte. Wobei, wenn wir schon mal. Scheiße, wir haben echt nicht mehr viel Schuss davon. Och Mann, das war super überflüssig gerade. Boah, wie viel Schuss wir gerade verschwendet haben. Das können wir noch gerade benutzen, dann geht's uns wieder gut. So, wo war denn jetzt? Die Tür, okay, die war geradeaus. Hier. Da steht ja auch dran, Exit. Sehr gut. Sehr gut. Na, komm. Also, wo gehen wir hin? Dritter Stock? Gehen wir erstmal nach oben. Einen fünften Stock gibt's auch. Es gibt sogar einen sechsten Stock oder ein Dach oder sowas. Einen sechsten Stock. Aber kommt nicht rein. Na gut, wissen wir das schon mal. Wollen wir in den fünften reingehen? Oh, da geht's auch rein.
So, hier ist aber ruhig. Was, bitte? Hier sind Putzmittel, damit kann ich aber nicht viel anfangen. Nee, nee. Aber mit dem Kleiderbügel ist klar. Außerdem hast du die tatsächlich schon benutzt, die Putzmittel? Komm, drück mal. Ob er kaputt ist? Ja, möglich. Oh. Was ist das? Was ist das? Kann man hier abspeichern? Was ist das Rote? Was soll das? Galerie der schönen Künste. Schloss ist kaputt. Aber es ist ruhig hier. Auf der Rezeption liegt ein Besucherbuch. Das kann ich wohl ignorieren. Der Titel lautet Unterdrücker der Erinnerungen. Was zum Teufel ist denn das für ein Titel? Das Bild sagt mir nichts. Unterdrücker der Erinnerungen. Sieht aus, als hätte hier jemand ein Bild gehangen, als hätte hier mal ein Bild gehangen. Jetzt ist nur noch das Titelschild da. Flamme reinigt alle. Flamme? Hä? Na, ich weiß nicht, was hier für ein Bild hing, aber Feuer liegt mir nicht so. Es macht mir irgendwie Angst. Hört sich an, als sollte man das im Hinterkopf behalten. Na, das ist doch ein ruhiges, entspannendes Bild. Berg. Schön einfach. Hier steht ein Preis. Mal sehen. 5.000! Wow, unglaublich. Für so ein kleines Bild in der Tat. So, und hier ist eine Vase. Was denn? Ein Keramiktopf. Sieht nicht so mein Stil, zu groß für eine Vase. Hier ist ein bemalter Teller. Hier ist nichts Besonderes. So, Teller und Vasen sind hier. Nichts Besonderes. Na dann, ist hier was drin. Schloss kaputt. Hier denn? Ja, hier geht's rein. Also ich schaue mir jetzt mal wild ein paar Räume an. Den Schraubenschlüssel. Ha! Den können wir doch bestimmt für da unten für die Schublade gebrauchen. Der Karton ist voll Nutzen und Ramsch, brauche ich alles nicht. Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wenn wir schon mal dabei sind, den fünften Stock gerade so ein bisschen abzuklappern, dann können wir das machen. Ja, bleiben wir gerade mal hier in der Galerie der feinen Künste. So, jetzt habe ich doch ein bisschen. Verdammt, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Okay, gut, alles klar. Wir schauen jetzt so, auf ihrer linken Seite ist eine Tür, dessen Schloss kaputt ist. Und hier kommen wir ja raus, glaube ich. So, hier eine Liste der bevorstehenden Ausstellungen der Galerie. Wen juckt das schon? Rezeption ist abgeschlossen. Die Dinger sehen zwar immer aus wie Türen, aber es sind keine. Ah, huch, hier geht's rein. Eine kleine Abstellkammer. Ein Katana, hey! Sowas würde ich auch mal gerne finden. Sag mal, was ist denn los hier? Gerade ein Schüttelkrampf in meinem linken Daumen. Kann hier nicht mehr. Bin so nervös, weil ich gerade einen Katana gefunden habe, dass ich kaum noch die richtigen Tasten treffe. So. Aha. Und es sind ein paar Gemälde und sie weiß nicht viel über Kunst, aber das wird ihr nicht viel nützen. Ein Katana, wie geil. So, das würde ich auch mal gerne in der Abstellkammer finden. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz, was ist hinter dieser Office-Tür? Ach so, da sind wir nämlich eben nicht reingekommen. Mal gucken, ob man von hier aus reinkommt. Nee, kommt man nicht. So, dann haben wir hier alles gesehen. Dann können wir zurückgehen und der Raum ist voll mit Gegnern. Nee, ist er nicht. So, wir haben einen Schraubenschlüssel im fünften Stock gefunden. Das ist sehr gut. Dann könnten wir ja mal. So, wie viel haben wir vom fünften Stock gesehen? Was müssen wir noch uns angucken? Noch eine ganze Menge vermutlich. Ich gucke mir mal die Tür direkt vor mir an. Da geht's auch rein. So, da kommen wir in den neuen Gang rein. Mit Gegnern. Schloss ist kaputt. So, das ist aber nur so ein kleines Vieh, ne?
was ich höre, genau. Können wir unser Katana dran ausprobieren? Schön stark. Gefällt mir. Schloss ist kaputt. Ich bin hier gerade ein bisschen vorsichtiger. So, der Gang ist erstmal frei. Hinten sind noch drei Türen am Ende des Gangs. Gucken wir uns natürlich sofort an. Ja, ja. Hey! You weren't supposed to stand that. Ah! Und... Gut, 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 gut. Ha, hier geht's auch rein. Müsste aber auch ein abgeschlossener Raum sein. Yo! Gib's direkt mal auf die Mappe. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Denn darauf war ich nicht vorbereitet. Ich glaube, unser Gesundheitszustand ist auch gerade nicht allzu toll. Und wir sehen gelb. Ja. Also gegen die Viecher habe ich halt wenig auszurichten, außer... ich probiere mal die Kombination aus... hier raus. Also hier muss ja irgendwas Tolles drin sein. Ach Mensch, ey. Heather ist so furchtbar langsam. So, Kombination aus. Aus Katana. Und Schrotflinte. So, Waffe wechseln. Waffe wechseln. Boah, ey, das geht so behäbig. So, Waffe wechseln, Waffe wechseln. War's das schon mit dir? Okay. Okay, dann hat das ja wirklich eine Menge Wumms, dieses Katana. Scheint eine gute Wahl zu sein, diese Kombination. Aber... Heather, sag mal bitte, dass hier was ganz Tolles in diesem Raum ist und dass ich nicht wieder zwei wertvolle Schüsse von meiner Schrotflinte verschossen habe. Guck mal, hier sind, ich sehe hier doch einen Videorekorder, einen Fernseher. Ist dir das nichts wert? Ich hasse diese Räume, in denen man Munition verschwendet. Ich hasse es einfach. Und die beiden Türen sind verschlossen. Na super. So, was haben wir hier im Gang noch drin? 1, 2, 3, 4 Türen. Also 3 auf dem Gang. Die eine führt wieder zurück in den Gang, wo wir herkommen. Na gut, wenn wir schon mal im 5. Stock sind, dann gucken wir uns das natürlich alles an. Ist wieder so ein Fettsack. Nee. Gesundheitstrank. Regal ist leer. Was denn? Sonst ist alles nutzlos. KMN Autoersatzteile. Ein Plakat für diese Firma. Autoersatzteile. Ein Wagenheber. Moment. Öl und Folie und so ein Zeug. Kann ich alles nicht gebrauchen, das stimmt nicht. Unten ist eine verrostete Schublade. Da könntest du ganz locker ein bisschen Öl reingießen. Aber wir haben ja einen Schraubenzieher. Deswegen gehe ich... Ich gehe nicht davon aus, aber ich hoffe mir, dass es damit klappt. Plakat ist uninteressant. Das Telefon funktioniert nicht. Was stimmt damit wohl nicht? Naja. Ist doch egal, funktioniert nicht. Oder bist du eine Technikerin? Nur geschäftsmäßig aussehende Papiere auf dem Schreibtisch. Die brauche ich nicht mitzunehmen. So, auch das Telefon funktioniert nicht. Naja, wenn zwei Telefone nicht funktionieren, dann, Heather, überleg mal nach, dann liegt es vielleicht am Stromanschluss. So, ein paar Memos und nur uninteressante Dinge. Das Telefon ist vermutlich auch kaputt. Warum funktioniert das wohl nicht? Hm. Vielleicht solltest du dann einfach mal die Sicherung betätigen, wenn du das benutzen wollen würdest. Aber irgendwie will das Heather auch nicht. Sie läuft lieber mit dem Katana durch irgend so ein komisches Bürogebäude. Schloss ist kaputt. Auch dieses Schloss ist kaputt. Na gut. Dann haben wir, glaube ich, hier soweit alles abgegrast. Ja, sie ist offen. Ja, ist gut, dass sie offen ist. Denn hier kommen wir wieder in diesen Gang zurück, wo wir schon mal waren. Hoffentlich. Sehr schön, sind keine Gegner hier drin.
Gut, kurz orientieren. Welche Türen haben wir noch nicht gesehen? Hinter mir sind zwei Türen. Sieht aus, als führten diese in die Toiletten. Die Toiletten sind aber abgeschlossen. So, dann, was haben wir jetzt noch nicht gesehen? So, da hinten kennen wir soweit alles. Es gibt nur noch eine Elevator-Tür, die wir noch nicht gesehen haben. Ansonsten können wir uns auf den Rückweg machen, beziehungsweise in den vierten Stock. Ja, aber kaputt ist, funktioniert nicht. Dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, wir haben mit dem fünften Stock damit komplett abgeschlossen. Hier gibt es, glaube ich, gar nichts mehr. So, der sechste war sowieso, da war nichts los. Gucken, was im vierten so los ist. Oder weißt du was? Wir gehen jetzt ins dritte und ich versuche direkt mal diesen Schreibtisch mal zu finden und zu sehen und mir das zu holen, was da in dieser Tür lag. In der Tür, in der Schublade lag. So, jetzt muss natürlich nur diesen Raum finden. Wo war der? Geradeaus, links. Okay, ich weiß wo. Ich weiß wo, ich weiß wo. Ich finde das. Haben wir diese Türen eigentlich schon mal abgeklappert? Ja, haben wir. Die Klotüren waren auch verschlossen. Okay, na gut. So. So, jetzt drückt man die Daumen, dass die Idee stimmt. Ja. Ein Seil, cool. Was wollen wir damit machen sollen, das findet man in der nächsten Folge raus, denn hier mache ich einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sag mal bis die Tage oder mache ich einfach noch weiter? Ich mach weiter. Nee, ich sag bis die Tage. Tschüss.